Das ist eine sehr, sehr krasse Eilmeldung. Gerade erreicht uns aus Pennsylvania. Dort ist eine Wahlkampfveranstaltung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, dass ein Attentat auf ihn verübt worden ist. Wir haben dazu Live-Aufnahmen, und zwar auf Fox News wurde diese Rallye übertragen. Mehrere Schüsse sind vermutlich aus einer Pistole gefallen, so klang es zumindest. Geantwortet wurde aus Sturmgewehren, so klang es zumindest. Wir schauen uns direkt die Aufnahmen an. Vorweg, er wurde wohl nur am Ohr getroffen, aber es ist ein ziemlich starker Eingriff in den US-Wahlkampf. Klar. Take a look at what happened. Schuss 1, Schuss 2. Da bricht er zusammen. Das waren offensichtliche Schüsse aus einer Pistole. Der Secret Service kommt auf die Bühne gestürmt und wir schauen weiter. Und die Schüsse, die ihr jetzt hört, ist die Antwort des Secret Service. Entweder Schüsse aus ihren Pistolen oder aus ihren Sturmgewehren. Natürlich ist dort alles Mögliche versammelt an aufmunitionierten Sicherheitskräften. Weitere stürmen auf die Bühne, sichern hier ab. Über ihnen sind sie schützend. Weiterer Schuss fällt. Jetzt das hier mit Sturmgewehren kommt. Weiterer Secret Service, das ist alles Einheiten des Secret Service, die zuständig sind für den Schutz des Präsidenten als auch für die Kandidaten. Hier schirmen sie ihn ab und fragen, ob er bereit ist. Sie kontrollieren natürlich Verletzungen, wo die Kugel eingedrungen ist, ob sie in den Körper eingedrungen ist. Wir erinnern uns, bevor wir weiterschauen, bei dem Anschlag auf Ronald Reagan hat man erst gar nicht gesehen, dass Kugeln eingedrungen sind und hat das erst dann im Krankenhaus feststellen müssen. Hier wird noch abgesichert. Sie sagen jetzt, man soll sich bewegen. Wahrscheinlich gleich kommt das Fahrzeug. Hier geht schon eine Secret Service Beamtin vor. Und jetzt geht's los. Hier offensichtlich verletzt. Sie schirmen ihn ab. Man hört weitere, ich weiß nicht, ob das weitere Schüsse waren oder was das war gerade. Und wahrscheinlich werden wir morgen in den Nachrichten sehen und in den Zeitungen dieses Bild hier, des verletzten Donald Trump mit der geballten Faust. Besseren Wahlkampf kann es für ihn wahrscheinlich nicht geben. Die ganze Menge ruft USA, USA. Und jetzt geht's zurück in das gepanzerte Fahrzeug. Und er macht weiter Wahlkampf. Reaktion der Menge übrigens da schon Mittelfinger Richtung Presse. Hier. Offensichtlich sagt der Herr Fuck you. Und hier USA, USA Rufe. Und hier sichern sie ab, das Fahrzeug verlässt jetzt den Bereich. Und da bricht auch gleich der Stream ab.
Ja, das war die Live-Übertragung und ja, das wird, das kann man jetzt schon vorhersagen, maßgeblich den Wahlkampf in den USA beeinflussen. So ein Anschlag auf einen Kandidaten für das Amt des US-Präsidenten wird einfach alles durcheinander wirbeln. Wir werden sehen, die Bilder werden jetzt um die Welt gehen. Das ist geschehen vor jetzt, wir haben jetzt 0:37 Uhr in Deutschland vor vielleicht 15 Minuten. Und wir schauen weiter auch jetzt im Stream. Und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Morgen wird es Analysen dazu geben. Ja, mal schauen, wann die deutsche Medienlandschaft darauf reagieren wird. Ich sage voraus, die Öffentlich-Rechtlichen werden wahrscheinlich erst morgen reagieren. In dem Sinne, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da und kommentiert drunter, wie wird das Einfluss nehmen auf den Wahlkampf in den USA? Was glaubt ihr? Und wie geht es weiter? Bis dann.